Guten Tag zusammen, willkommen zu meinem vorletzten Tutorial zur Alpha 13 von 7 Days to Die. Heute mit dem schönen Thema Bauen und Harvesting System. Ich zeige euch am besten als erstes das Harvesting System. Das habe ich euch im Prinzip schon unter, jetzt muss ich mal eben gucken, unter Qualitätssystem habe ich euch schon gezeigt. Ich zeige euch das aber hier nochmal offiziell. Und zwar ist es so, ihr könnt mit diesem Tool, was ich in der Hand habe, in dieser Wrench, könnt ihr gewisse Loot-Container abbauen. Jetzt hier zum Beispiel den Ofen. Und da seht ihr dann genauso, als wenn ihr ihn jetzt mit einem Maltool bearbeiten würdet. Dann könnt ihr ihn halt so konkret abbauen. Mit dem, hier geht das zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt hier raufschlage, dann würde er jetzt halt ganz normal Schaden machen. Das funktioniert so nicht. Aber wo es zum Beispiel ganz gut funktioniert, sind zum Beispiel auch WCs. Ihr baut den ganzen Mal mit dem Unterschied, ihr seht es schon unten rechts. Ich bekomme zum Beispiel aus so einem WC einmal Scrap Iron raus, also so das normale und eine Pipe. Mal gucken, ob wir draußen noch was Schickes finden. Ich weiß gar nicht, können wir dich abbauen? Nee, können wir nicht. Ich muss mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Auto haben. Also ihr könnt zum Beispiel Autos damit abbauen, auseinandernehmen, besser gesagt. Autos könnt ihr mit auseinandernehmen. Ihr könnt WCs damit auseinanderbauen und wie ich schon gesagt habe, Öfen etc. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für Items ihr habt. Es ist zum Beispiel so, wenn ihr aus dem... Da haben wir jetzt eine Locked Door, die machen wir mal höflicherweise auf. Es kommen zum Beispiel Sachen raus, die verhältnismäßig logisch sind. Also aus dem Auto kriegt ihr zum Beispiel Benzin raus, ihr bekommt da Motoren raus, ihr bekommt da Federn raus, teilweise auch Stoffe. Weil Stoffe wegen der Stoffsitze etc. Okay, ne? Und das ist eigentlich ganz, ganz interessant. So, hier haben wir jetzt natürlich wieder einen Ofen. Und was ihr zum Beispiel auch rauskriegt, hier aus diesen Armaturen. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Ihr müsst ein bisschen weiter nach unten ziehen. Jetzt seht ihr, kriegt da Pipes raus. Ihr kriegt da Scrap Iron raus. Ist jetzt nicht so wirklich spektakulär. Aber auf jeden Fall kriegt ihr schon mal unterschiedliches Material raus. Wichtig ist dabei, das sagte ich auch schon bei Qualitätssystem, wenn diese Wrench dementsprechend vom Level wesentlich höher ist, wenn wir zum Beispiel eine lilane hätten, dann würden wir zum einen mehr Material rauskriegen, wahrscheinlich noch besseres Material. Upsa. Besseres Material. Bisschen Schluck auf. So, deswegen ist das hier relativ unspektakulär. Hier sieht man jetzt, dass wir noch ein bisschen Kabel rauskriegen. Wie gesagt, bei Autos, da bekommt ihr teilweise Motoren raus und Benzin und so weiter und so fort. Von daher gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ein Auto haben wir jetzt hier. Doch, dahin haben wir ein Auto. Ah, perfekt. Perfekt. Man kriegt natürlich aus solchen ganzen Autos wesentlich mehr raus, als aus solchen schon halbwegs verbeulten. Wenn wir jetzt mal raufgucken, mal gucken, vielleicht kriegen wir was Schönes. Momentan gar nicht. Gut, Scrap Iron ist jetzt nicht so spektakulär. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich nochmal was Tolles. Immer noch Scrap Iron. So, jetzt kriegen wir schon mal Federn raus. Und so weiter und so fort. Also wir werden dann nachher noch Benzin rauskriegen und so weiter und so fort. Hier kriegen wir so ein Blei-Kühler kriegen wir jetzt noch. Jetzt kriegen wir hier noch Öl zum Beispiel raus und so weiter und so fort. Also das haben wir, das variiert so ein bisschen. Das variiert so ein bisschen von der Qualität auch. So viel zum Harvesten. Also das nennt sich halt eben halt Harvesten. Das Gleiche haben wir auch bei Tieren beispielsweise. Also wenn ihr jetzt, hier laufen ja Hirsche rum, hier laufen Schweine rum, hier laufen Hühner rum. Dort ist das genau das Gleiche. Wenn ihr also ein Schwein seht und das töten könnt, dann nimmt jetzt nicht hier, was ich hier so eine Axt, könnt ihr zwar auch nehmen, ihr würdet zwar ein, zwei Fleisch vielleicht rauskriegen, aber auch nicht viel mehr. Ihr kriegt vielleicht zum Ende hin, kriegt ihr vielleicht noch einen Knochen oder sowas. Aber benutzt doch bitte das richtige Tool. Also ihr könnt zum Beispiel ein Knochenmesser nehmen. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Bone Knife, hier seht ihr das. Bone Shift besser gesagt. Das könnt ihr euch aus so einem Knochen, wenn ihr so einen Knochen kriegt, könnt ihr euch so ein Bone Shift daraus herstellen. Und ihr könnt natürlich auch Glück haben und ich habe dann vielleicht ein richtiges Messer, ein richtiges Stahlmesser, richtiges Eisenmesser.
Dann könnt ihr das Tier mit diesem Messer quasi richtig, pff, naja, richtig auseinandernehmen, richtig filetieren. Auch da gilt natürlich wieder die Qualität. Desto besser die Qualität, desto besser das Tool ist, desto mehr bekommt ihr raus, ne? Das heißt, ihr bekommt mehr Leder raus, ihr bekommt vielleicht mehr Tierfett raus, ihr bekommt mehr Fleisch raus und so weiter und so fort. Auch da gibt es halt dieses Harvest-System. Auch das wird noch weiter ausgebaut, aber vom Stand von jetzt finde ich das persönlich schon gar nicht so verkehrt. Man muss sich eigentlich im Prinzip immer nur sagen, welches Tool macht jetzt für diesen Job, den ich zu erledigen habe, am meisten Sinn. Und wenn ihr dann dieses richtige Tool auch habt, dann bekommt ihr auch richtig gute Sachen raus. Eine Sache ist vielleicht nochmal ganz entscheidend, bringt es zu Ende. Also wenn ihr jetzt, das gilt auch für solche Tools wie hier jetzt die Axt zum Beispiel, wenn ich jetzt, hier habe ich natürlich keinen Baum, aber wenn ich jetzt sage, ich könnte das Ganze natürlich dann auch hier, ich mache das hier einfach mal mit dem, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier irgendwas rausgibt. So, ich bekomme hier natürlich Holz raus. Und wenn ich das abgebaut habe, ihr seht, ich mache einmal einen Sprung von plus 4 auf plus 7. Das ist auch recht wichtig. Ihr bekommt, wenn ihr einen Job erledigt habt, bekommt ihr noch einen Bonus. Und zwar zum einen einen Materialbonus und zum anderen einen XP-Bonus. Den XP-Bonus seht ihr natürlich dann jetzt so noch nicht so konkret, sondern eher nachher im Skillen. Wichtig ist dabei eben halt auch, dass ihr mehr Material rauskriegt. Man sieht das jetzt hier, dieser Balken, der geht ja weiter runter. Ihr seht ja so, ich kriege normalerweise so zwei, drei Steine raus, einmal Eisen. Und hier seht ihr jetzt, wenn ich jetzt die eine Stufe zerkloppt habe, kriege ich jetzt auf einmal 12 Steine und fünfmal Eisen raus, ne? Also wenn ihr eine Stufe abgeschlagen habt und den Job zu Ende bringt, dann bekommt ihr einen XP-Bonus und einen Materialbonus. So viel zum Thema Harvesten. Jetzt kommen wir zum Bausystem. Das Bausystem ist verhältnismäßig einfach geworden. Ich crafte mal nebenbei mal ein Woodframe. Oder machen wir mal zwei Woodframes. Dann machen wir uns nochmal ein Reaver-Frame, den ich jetzt. Warum ich nicht? Achso, weil ich den. Achso, und zwei Cobblestone-Frames wollte ich machen. Craft. Es kann sein, dass ich das noch nicht herstellen kann, weil ich das Rezept dafür noch nicht gelernt habe. Das kann natürlich sein, dass ich mir das deswegen noch nicht anzeige. Ich gehe mal hinten kurz gucken in meine Kiste. Concrete. Learn to mix poor concrete. Blablabla. Dann ist es Crab Metal. Dann ist es. Antibiotics. Ammonation. Das muss ich mir eben kurz gucken. Leather Tanning. Concrete muss ich aber gelernt haben. All recipes already known. Ich wundere mich jetzt ein bisschen. Bauen. Bauen Scrap Hatch. Wo habe ich die denn jetzt? Metal Trussing. Keine Reaver Frames. Ich dachte aber, dass man Reaver Frames. Es kann auch sein, dass man die nur finden kann, dass man die jetzt gar nicht mehr herstellen kann. Auf jeden Fall kann man sie noch finden. So, wurscht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Woodframes. Es bleibt sicher auch gleich das System. Hier bei den Woodframes lässt sich das sogar noch besser zeigen. So, und dann setzen wir die Cobblestone Frames noch daneben. So. Cobblestone ist sehr stabil, verbraucht eine irre viel Material. So, nun ist es so. Wir haben ja verschiedene Tools. Ich hab die schon hier aufgebaut. Hier unten haben wir auf Platz 1 dann die Stone Axe, dann haben wir diese Wrench, dann haben wir nochmal den Clawhammer und den Nail Gun. Man kann sich das quasi so merken, indem man sagt, hierfür brauche ich 4 Schläge, damit 3, damit 2, damit nur noch ein Schlag. So kann man das in etwa beschreiben. Mit einem Rechtsklick seht ihr schon, dass da was passiert. Ja, also hier habe ich jetzt zum Beispiel die erste Aufwertung vorgenommen. Mein Cobblestone zeige ich euch das mal ein bisschen anders gleich. Oh, da brauche ich sogar nur 2 Schläge. Okay, ich habe mich geirrt. 2 Schläge. So, das ist jetzt die Ausbaustufe 2. Dafür brauchen wir jetzt nur Holz. Unten rechts seht ihr, was für Material ihr verbraucht. Okay, der Clawhammer. Siehst du, und da haben wir nämlich schon wieder kein Material. Das ist schon doof. Gut, dann habe ich das falsch sortiert. Muss ich mal eben kurz Scrap. Da.
Machen wir gleich mal ein bisschen mehr hier, weil sonst geht uns das Material gleich wieder aus. Ja gut, dann ist es umgekehrt. Also hier dieser Clawhammer ist dann halt mit 3 Schlägen und die Wrench dann halt mit 2 Schlägen. Und jetzt haben wir eben noch die Nailgun. Die kann mit links, kann sie sogar Nägel verschießen. Also die könnt ihr als Waffe nutzen, ist aber nicht so sonderlich gut. Mit Rechtsklick ist sie aber wesentlich effektiver. Das ist die nächste Ausbaustufe. So, dann haben wir noch eine Ausbaustufe. Das ist jetzt schon Scrap Iron. Ihr seht, unten minus 10 Scrap Iron brauchen wir. Machen wir noch einmal, sind nochmal 10 Scrap Iron. Haben wir schon diese Blöcke. Dann haben wir jetzt Concrete. Ihr seht, wir haben Concrete 10-mal verbraucht. Ich habe mir das hier schon zurechtgelegt. Cobblestone ist für rechts. Concrete Mix haben wir hier und wir haben gleich noch Stahl, haben wir hier, Scrap Iron haben wir hier. Das heißt, wir haben jetzt schon Beton. Mit einem weiter sind wir jetzt auf Stahl. Das ist das absolute Maximum. Also ihr seht, ihr braucht im Prinzip, setzt ihr nur ein Woodframe und könnt, sofern ihr natürlich alle Materialien habt, bis zum Stahl nachher aufwerten. Das ist das besonders das Schöne. Früher war es so bei 7 Days to Die, dass ihr entweder aus Holz gebaut habt, entweder aus Cobblestone oder nachher aus Metall. Hat Vor- und Nachteile gehabt. Auf der einen Seite ist es ein bisschen realistischer, so wie es mal war. Auf der anderen Seite ist es zum Bauen so ein bisschen schöner, weil man wirklich aus einem bestehenden Holzbau ein Stahlhaus machen kann. Also aus diesem Haus, das ja fast komplett verbrannt ist, könnte ich mir wirklich eine Stahlburg bauen. Ist insofern schöner, weil so bräuchte ich jetzt nicht das komplett abreißen und nochmal neu bauen, sondern so kann ich wirklich mit dem Material, was ich habe, bis zum Stahl nachher aufrüsten. So können wir es denn hier auch machen. Und zack, haben wir schön Stahl hier. So, genauso funktioniert das hier. Das ist ein bisschen laut, deswegen nehmen wir erstmal den Hammer wieder. Das Problem ist halt hier, dass wir hier ordentlich Material verballern. Ihr seht, wir brauchen, glaube ich, pro Block, hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel das war, schon ordentlich Cobblestone. Ihr seht, ich hatte, glaube ich, 500, hatte ich jetzt hier drin. Und jetzt sind es nur noch 468. Also da seht ihr schon, was hier an Material verballert, nur für diese beiden Blöcke. Wenn ihr jetzt daraus zum Beispiel eine ganze Wand ziehen wollt, eine ganze Mauer, dann habt ihr schon verloren. So, wie ihr seht, ich kann auch hier raus, kann ich Stahl machen. Also ich könnte jetzt tatsächlich sagen, ich mache eine Cobblestone-Wand drumherum. Und später irgendwann, wenn ich genug Material habe, mache ich daraus eine Stahlwand. Also erst eine Cobblestone-Wand, die schon sehr stabil ist. Und danach mache ich dann eine Stahlwand raus. Kann man machen. Und das gibt es eben nachher noch als Rebar-Frames. Ich hole mir die sonst mal aus dem Creative. Rebar. Da haben wir sie, Solid. Rebar Frames, haben wir mal diese Rebar Frames, das müssten die richtigen sein. Gleich auf den falschen Port gelegt, so. Da funktioniert das genauso. Ihr habt da ein Rebar Frame, Rebar Frame, Rebar Frame. Auch hier funktioniert das, wenn ich das aufwerte. Zack, hier macht ihr erstmal eine Schalung, ne? Also dafür braucht ihr dann Holz. Und dann füllt ihr das quasi mit dem Concrete Max. Jetzt könnt ihr das natürlich so aushärten lassen. Oder ihr müsst es so aushärten lassen. Dann wird daraus dann das, was ihr vorhin gesehen hattet. Crafte ich euch einfach nochmal einen Frame. Jo. Da kriegen wir das gleich alles. So, das kriegen wir so nicht dahin. So. Jo. Den setzen wir noch hier mit hin. Also wie gesagt, das muss jetzt erstmal austrocknen. Das muss jetzt erstmal trocknen. Wir können jetzt aber in der Zwischenzeit sagen, zack, 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 durch das Material, was wir haben, werten wir das jetzt einmal komplett auf und haben hier direkt gleich Beton. So sieht also der Beton aus, wenn der hier ausgehärtet ist. Der Vorteil ist natürlich an diesem System, dass ich jetzt sofort auf Stahl umbauen muss. Hier muss ich jetzt nicht warten, bis es ausgetrocknet ist oder ausgehärtet ist, sondern ich kann hier gleich direkt Beton weiterverarbeiten. Ja, genauso funktioniert das auch bei den Fenstern. Ihr könnt zum Beispiel, ich habe ja gesagt, ihr habt jetzt hier dieses marode Gebäude. Jetzt kann ich sagen, zack, ich werte das als alles auf. Könntet ihr also machen. Ihr nehmt euch einfach so ein Gebäude, total verwahrlost,
und wertet es auf. So habt ihr jetzt statt dieser maroden Blöcke, habt ihr jetzt schon das zweifache Holz. Ne? Das ist jetzt auch schon Stufe 2, was ihr jetzt hier anbaut. So, jetzt haben wir zum Beispiel mal eben spontan, wenn wir das auch nochmal machen, den Eingangsbereich können wir hier so komplett schon mal verstärken. Geht auch für die Fenster. So, jetzt das wäre die nächste Stufe. So, da haben wir das jetzt hier zum Beispiel Holz verplankt. Da haben wir eine Planke, noch eine Planke, dann noch eine Planke. Jetzt haben wir schon Eisen. Jetzt haben wir so eine schöne Eisenplanke drin. Jetzt haben wir nochmal eine Scrap-Iron-Wand. Jetzt haben wir nochmal Scrap-Iron aufgewertet. Jetzt haben wir sogar hier so eine komische Steinwand, Mauer, Schrägstrich, wie auch immer. Und auch hier haben wir jetzt Eisen drin. Genau das können wir hier auch machen, wenn ihr natürlich eine Nailgun habt. Zack, 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 zack. Und schon haben wir hier so ein leckeres Stahlfenster. Ne? Also da soll nicht erstmal durchkommen. Das könnt ihr machen. Also ich könnte jetzt hier sagen, zack, 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 Stahl. Sehr laut. Stahl, Stahl, Stahl. Genau das gleiche funktioniert auch hier mit der Tür. Das ist sehr witzig. Machen wir auch mal mit der Wrench am besten. Hier kann ich zum einen reparieren. Metall, Eisentür. Und jetzt haben wir hier dann die normale verstärkte Eisentür, bis wir hier nachher diese U-Boot-Tür kriegen. Na, das ist halt wirklich das Maximum, wie ihr das so aufmachen könnt. Das ist wirklich das absolute Maximum. Ihr könnt also aus einer einfachen Holztür könnt ihr tatsächlich so eine U-Boot-Tür machen. So, die ist, ich will nicht sagen undurchdringbar, das würde ich jetzt nicht sagen. Auf Dauer geht auch die kaputt. Aber bis sich da die Zombies durchgekloppt haben, also da vergeht schon die eine oder andere Minute. Also das war jetzt Sarkasmus, es dauert natürlich schon ein bisschen länger als eine Minute. Ja, so viel zum Thema Bauen und Harvesten. Wie gesagt, ihr braucht eigentlich immer nur einen Block von der Sache her. Ihr braucht eigentlich immer nur einen Woodframe. Ihr könnt euch also gemäß eures Levels und auch gemäß der Schwierigkeit, die dann ja auch durch die Zombies immer weiter ansteigt, könnt ihr ja euer Haus immer weiter aufrüsten. Ihr könnt sagen, so, ihr macht jetzt erstmal ein Holzhaus, dann kleidet ihr das erstmal einmal komplett mit Metall aus, dass ihr erstmal so ein Scrap-Metal-Haus habt. Dann kommt der nachher später auf Beton, dann kommt der nachher später auf Stahl und so weiter und so fort. So könnt ihr das dann immer weiter aufrüsten. Und ja. Dafür dann eben dementsprechend das richtige Tool zum Harvesten am besten hier diese, beziehungsweise geht ja eigentlich nur diese Wrench und zum Aufwerten gehen halt alle vier Werkzeuge, die ihr hier von 1 bis 4 liegen habt. Ist ein bisschen falsch sortiert von der Brauchbarkeit wäre das dann halt richtig. Steinaxt, Clawhammer, Wrench und Nailgun. Das ist das Schlechteste, das ist das Beste. Dementsprechend braucht ihr länger oder eben halt auch nicht so lange, um zu craften, aufzubauen. Ja, und ja, wie gesagt, ihr braucht dann natürlich auch Material zum Reparieren. Wenn jetzt also jetzt dieser Block würde jetzt kaputt gehen, können wir mal machen. Ich kloppe da jetzt mal so ein bisschen was raus. Den repariert er natürlich auch. Kostet auch hier Material. Gut, ich habe es jetzt aufgewertet, war ein bisschen blöd, aber ihr seht unten rechts, dass ich minus ein Holz habe. Ich habe ja einen kleinen Schnitzel da reingehauen. Dann brauche ich jetzt ein Holz, um das zu operieren. Also dementsprechend, wie kaputt denn dieser Block ist, könnt ihr dann auch Material bezahlen, um zu reparieren. Was natürlich interessant ist, gerade so in der Nacht, wenn Zombies vielleicht sich auf eure Tür eingeschlagen haben, die eben noch nicht aus Stahl besteht und ihr nebenbei reparieren müsst, dann solltet ihr hier genug Material dabei haben, weil sonst schlagen sie euch die Tür kaputt und sind dann drin im Haus und dann habt ihr es sowieso verloren. Ja, so viel zum Bausystem, zum Harvesten. Ich denke mal, da war eigentlich alles bei. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass natürlich jedes Material hat so seine gewissen Härten. Also es ist ja ganz klar, dass das Material nicht so hart ist wie jetzt zum Beispiel Holz. Nicht so hart ist wie verkleidet. Ne? Nicht so hart wie Scrap Metal. Also dann ist es ja ganz klar, mit jeder Stufe, die ich das aufwerte, desto härter wird das und widerstandsfähiger wird es natürlich. Ist ja ganz klar. Ne? Also das ist ganz klar. Wenn ich jetzt hier also weiter ausbaue, hier kommt der Beton und der hier habe ich hier Stahl, dass natürlich Stahl fast unkaputtbar ist. Ich denke mal, das sollte klar sein. Auch hier haben wir jetzt ein kleines Beispiel, hier diese. Kann man jetzt gar nicht reparieren. Kann man nicht reparieren. Warum habe ich kein Holz mehr? Doch. Kann auch sein, weil ich die nicht. Aua.
weil ich die nicht gesetzt habe. Die kann man auf jeden Fall auch reparieren. Und es gibt auch diverse Sachen, zum Beispiel diese Woodlock Spikes. Die kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Woodlock Spikes, das sind diese Kameraden. Da funktioniert das so ähnlich. Das ist halt natürlich Verteidigung. Die kann man auch aufrüsten. Da seht ihr auch hier, kann ich aufrüsten. Zack, 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 zack. Bis zum Maximum geht allerdings natürlich nicht mit Beton bis Stahl, sondern das geht hier bis zu einem gewissen Scrap Metal Level. Das ist dann das äußerste Maximum. Ist auch schon sehr widerstandsfähig, kann aber auch natürlich kaputt gemacht werden. Teilt dann aber auch mehr Schaden aus. Dafür ist die Variante wesentlich günstiger, lässt sich teilweise auch reparieren, die jetzt ausnahmsweise nicht. Aber die machen auch ganz gut Schaden. Aber gut, da siehst du, da haben wir schon mal einen ausgehärtet hier. So viel zum Thema Bauen und Harvesten. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch das Tutorial gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn ich was vergessen haben sollte, ihr noch was ergänzen wollt, gerne in die Kommentare. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Da ist der nächste Block ausgehärtet. Und ja, dann vielen Dank für das letzte Tutorial. In der nächsten Folge machen wir eine Folge Überleben, die ersten Stunden. Also ich werde die vielleicht so die... Ja, mal gucken. Ich werde, glaube ich, den ersten Tag mal selber spielen, um euch mal so zu zeigen, wie ich persönlich so ein Spiel starte. Manchmal mehr, manchmal minder erfolgreich, aber na, das passt schon irgendwie. Auf jeden Fall, wenn euch das Tutorial gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, beim nächsten Tutorial wieder. Macht's gut und tschüss.